Grüß Gott. Und herzlich willkommen. In einer Nacht im November, knapp vor Martini, bevor der Genozid der Gänse ausbricht, sehen wir hier vor der Grazer Stadthalle zur größten Präsentation eines halbfertigen Lebensmittels, zur Präsentation des steirischen Junkers. Wir haben uns mit kleinen und großen Kameras bewaffnet, um dem Hype um den Sommerwein, dem steirischen Sommerwein, der bezeichneterweise im November präsentiert wird, auf den Grund zu gehen. Schauen wir da mal hinein, oder? Wir haben jetzt die erste Kostprobe im Glas. Ja, genau. Gibt uns die Möglichkeit, einmal kurz zu erzählen, was ist der Junker? Der Junker ist einfach ein Jungwein aus verschiedenen Sorten, das ist ein Cuvée. Wird traditionellerweise immer um diese Zeit, also Anfang November präsentiert. Genau. Wie man es für einen Sommerwein eben macht. Ja. Hat angeblich keinen Restzucker, genau. Ganz wenig. Genau. 3 Gramm darf er offiziell haben. 3 Gramm wird durch eine Kostkommission freigegeben oder ja, so irgendwie. Genau. Naja, schauen wir, wie das schmeckt. Oder? Genau, probieren wir das mal aus. Prost. Also, die Kostkommission ist auf jeden Fall säureresistent. Ja. Ein ganz kleiner Wein, sehr kurz. Säure. Ja. Und also man könnte sagen, frisch, kurz, das spritzig. Das Richtige für einen schönen lauen Abend genau. Am Balkon, oder? Ein lauer Abend am Balkon würde mir dazu einfallen, ja, das ist richtig. Da haben wir gerade gesehen, stellen sich ganz viele Leute an. Und wir sind der Meinung, wenn viele Leute wo stehen, muss was Gutes geben. Das muss super sein, das probieren wir jetzt. Ja, die erste Kostprobe war eher Sauvignon mit so Katzenbissennoten. Unreife natürlich. Das riecht jetzt ein bisschen schöner. Entschieden weiniger, wenn man das so sagen darf. Was ist der Junker? Für dich ganz persönlich. Die erste Vorfreude auf den Sommer, auf den nächsten. Also wirklich eine Sommervorschau? Wenn es wieder warm wird. Anfang November. Quasi aufs nächste Jahr, ja. Auch eher ein Sommerkind. Absolut Sommersonne. Okay. Ein Sommersonnewein im November. Man sollte mal über die Terminplatzierung nachdenken. So, wir sind da jetzt am Stand von den Tennisspielern, Horst Koff und Gabriela Sabatini, ja. Und werden jetzt das ihre Weine probieren. Also was die Frau Sabatini nicht als Parfum verarbeitet, gibt es zum Trinken. Zum Junker. Da sind wir wieder mehr auf der grasigen, unreifen, unangenehmen Seite, oder? Das dürfte eher vom Horst Koff sein. Ja. Die Gabriela ist, animalisch? Wo ein bisschen, ja, ein bisschen was Schweißiges hat. Nicht unwohl duftend. Wir haben jetzt in Erfahrung gebracht, wofür es bei der Junker-Präsentation einen VIP-Club gibt. Und es ist wirklich wichtig, dass man da Mitglied ist, ja. Weil da gibt es was zum Neutralisieren. Ja. Vermutlich das Ehrlichste heute. Ja? Naja, auf jeden Fall nach Reinheitsgebot gebraucht. Ja. Der Junker ist ein Marketingobjekt. Ja? Der ist in steirischem Wein präsentiert und relativ früh mit einem 2012er Wein rausgekommt, was auch gut ist. Das heißt, die Steiermark, oder die Südsteiermark oder Steiermark ist damit wieder präsent. Er ist natürlich nicht ruhig, er ist, ja, es ist, sag ich mal, kein wirklicher Wein. Es ist ein bisschen eine Marketinggeschichte, was auch gut ist, weil jeder muss die lesen sollen, jeder hat seine Ausgaben und zu Martini passt auch ganz gut dazu. Und es ist, wenn man auch schaut, es ist ein junger Wein, wenn man schaut, die Leute, was da sind, ist ein junges Publikum. Und wenn sie sich wirklich für einen Wein interessieren, das Publikum, ist es ja eine ganz tolle Geschichte eigentlich von dem her. Aber er braucht halt ein bisschen Zeit, bis er ruhiger wird. Wer Weinträger ist, wird es wissen, dass es eben der Wein erst ein bisschen später kommt. Wir sind jetzt beim Weingut Scheucher. Ja, der hat die Katze mitgepresst, aber es ist trotzdem nicht uninteressant. Das tut weniger weh wie andere Sachen. So, wir sind jetzt da bei den steirischen STK Terroir Weingütern. Nicht Terroir. Terroir ja. Weingüter und haben es jetzt vom Wein und Weingut Gross, ja. Den Junker geholt. Bis jetzt das Beste, was wir gekostet haben. Ja, es dünkt uns, dass das Weingut Gross steht, es uns für große Qualität, in dem Fall
scheinen die auch den bislang größten Junker gemacht zu haben. Es wirkt zumindest so. Und der wird relativ Sauvignon-lastig sein. Ja, da scheint sehr viel Sauvignon drin zu sein. Und das ist halt schon sehr Wein. Also, das ist nicht ganz so ungestüm wie das andere, was wir bislang gekostet haben. Wieder ein schöner Wein für einen gemütlichen Abend am Balkon, oder? Ja, genau. Und wenn man sich überlegt, was vielleicht daraus geworden wäre, wenn es jemals ganz reif geworden wäre, wer weiß. Andere Sache. Also, es ist mein erstes Glas heute. Okay, und wie viele Füllungen waren schon drin? Ich schätze, es wird so die fünfte oder sechste sein. Hervorragender Wein. Junker-Fan. Ja, absolut, ja. Also, warum? Ja, es ist die Atmosphäre, glaube ich. Weniger der Wein, mehr die Atmosphäre. Also eigentlich geht es nur um die Party und nicht um den Wein? Da muss ich leider ja sagen. Ja. Der Junker ist für mich einfach das, wo ich sage, da gehe ich das erste Mal her mit vielen Leuten Wein trinken und das macht mir echt Spaß. Das ist also das ist der jüngste Jungweinrausch des Jahres. Sozusagen, ja, ja, ja. Quasi eine Entjungferung. Würde ich auch dazu sagen, ja. Das wievielte Glasl Junker war denn das heute schon? War. Ungefähr. Gut überlegen. Ich glaube, das 8., 9. Okay, 8, 9. Da liegst mitten im Trend. Wie viel wären es heute noch? Ich hoffe noch 4, 5. So, wir haben da jetzt was im Glas. Ganz, das riecht noch gar nichts. Spannend. Der Geruch des Nichts. Das ist, wir haben nicht gewusst, dass wir das finden werden. Jetzt ist es da. Mineralwasser, oder? Ohne ein stilles Mineralwasser. Ja, ein stilles Mineral aus dem Weinglas. Naja. Ja, der Geschmack setzt sich am Gaumen fort, oder? Ja, saures Wasser. Saures Wasser. So, wir haben uns jetzt zum Abschluss und zum Fazit in ein etwas ruhigeres Ambiente zurückgezogen, weg von diesem lauten Trubel und von dieser wilden Veranstaltung. Und wir wollen ein Resümee ziehen, in zwei Teile geteilt, ein ökonomisches und ein önologisches. Und fürs önologische Fazit übergebe ich gleich an den Burgenländer. Ja, was soll man dazu sagen? Schnell gemachter Wein mit allen technologischen Möglichkeiten, die man im Keller zur Verfügung hat. Ich finde, es ist einfach unspannend. Ich glaube, die Steiermark hat Besseres zu bieten, als man da schnell in die Flasche zaubert. Und ich glaube, zaubern ist da das richtige Wort. Es ist ein gemachtes Produkt, das nicht gewachsen ist. Und ich glaube, auf das wird man als Weintrinker gern verzichten. Und wenn wir schon beim Weintrinker sind, was aus ökonomischer Sicht wahrscheinlich funktioniert, ist die Idee hinter dem Produkt Junker, ein schnelles, junges Produkt rauszukriegen. Und wenn man heute auf der Veranstaltung geschaut hat, wahnsinnig für junge Menschen, die sich zumindest für das Thema Wein interessieren. Aus dieser Sicht könnte man sagen, ist das Ganze vielleicht ein Erfolg und vielleicht sogar der richtige Weg. Wir schätzen die Steiermark aber für ganz andere Dinge als für den Junker. Und darum haben wir uns jetzt hierher begeben und was anderes bestellt. Und was wir da jetzt gefunden haben, ist eine Sensation. Mein Gott, Dement, Zierek, Sauvignon Blanc 1992. So kann die Steiermark schmecken, so soll die Steiermark schmecken und so viel Zeit kann mir auch ruhig geben. Drum, Prost!